Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dead or Alive 5 Last Round. In der letzten Folge haben wir mit Hitomi, Jun Lee und Ryu Hayabusa die Story abgeschlossen und sind jetzt in Kapitel 54. Rückblick mit Bayman. Yeah, der Russe, glaube ich, ne? Ein Assassine, der Donovan jagte, als dieser nach dem Niedergang von Doatek verschwand. Wer ist Donovan? Er kehrte als Söldner auf das Schlachtfeld zurück. Seine Einheit wurde eines Tages auf Patrouille in einen Hinterhalt gelockt. Nur Bayman überlebte, doch eine grausame Narbe erinnert noch ihn noch heute an diesen Tag. Bayman ist überzeugt, dass eine bestimmte Organisation ihre Hand bei dem Hinterhalt im Spiel hatte, also geht er dem Vorgang auf eigene Faust nach. Das war ein Rückblick. Ich dachte, das wäre so zeitgleich passiert. Aber anscheinend nicht. あなた一人ではもうどうにもならない。そう、ミスト。ミストはドノバンの組織と聞く。アルファ計画は最終段階へ移行する。だからさ、エリナが呼んでるんだって。ハヤテよ、気の迷いは禁物。なんだってんだ、いきなりドカーンって。ところであんた、俺に何の用？あんたを試しに来たのさ。あなた、変わらないね。はい、頼むぞ。よい。アルファ1号2を探しています。一体何の話？こそ。兄さん、アルファ1号2の行方はまだつかめていないわ。お前、ja, es ist besser, wenn irgendwie Subtitles wären, aber okay.Damit ich auch was verstehen würde. Komm, Bayman ist der wahre Held des Spiels.お前、何をしている？貴様、兵士にでもなったのか？霞を追っている。ほう。ちょうどいい。ちょいとあんたと試したいことがあるんだが、いいか。無限転身流ってのを。ちょいと見せてくれ。何のためだ。あんたと同じもの。さあ、バンバンバンバンバンバン。Jetzt brauchen wir auf einmal Gründe gegeneinander zu kämpfen, ehrlich? Warum sollte ich so etwas Lächerliches tun, gegen mich kämpfen? Das ist doch nicht lächerlich. Warum sollte ich denn so etwas tun? Was ist der Plan? Nein! Das sollte so cool werden.Niemanden mit dem Grab. Ich fand ihn seine Stimme im allerersten Teil irgendwie besser. So. Nein! Jetzt ernsthaft! Gott verdammt! Wirf mal einen Stiefel in dein Gesicht.Noch irgendwie so Ausdruckstanz habe ich so gesehen. Einfach fallen gelassen. Wow. Was soll ich mit seinen Fäusten greifen? Die sehen irgendwie sehr heftig aus. Nein. Nein, 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 echt. Nein! In der letzten Part nicht so gut, ne? Und jetzt sind wir so kacke.
Ja, der macht mir viel mehr Schaden als ich auf der Tür. Man hört natürlich im Hintergrund, wie ich wieder voll die Expert-Techniken mache. Ach komm schon, ey. War schon so oft so nah dran, ihn fast zu erledigen. Ja, und dann kriege ich immer noch eine Fresse am Ende. Und leck mich da um. Guck mal, wie viele Schläge ich brauche, um so viel abzuziehen. Er hat mich nur zweimal getroffen bis jetzt. Okay. Also Ausweichrollen und so Ausweichschritte bringen gar nichts, hab ich so ein Gefühl. Oh mein Gott, ich krieg schon wieder auf die Fresse. Weiß ich nicht, oder? So. Leck mich, ey. War der nervig. Wir sind beschäftigt, uns auf die Fresse zu geben. Kannst du das nicht respektieren? Und Ayane sieht putzig aus. Oh Mann, jetzt will der auch noch. Vajane sah putzig aus jetzt. Mit den Klamotten. Mit der Mütze. Bam, so. Hab ich mir gemerkt. Jedes Mal, wenn du diesen blöden Angriff machst, konnte ich jetzt so. So einfach geht das. Sieht so bescheuert aus. Joy to Iktogoro ga aru. Elena sama ni wa so tsutae na. Ich wollte ja alle noch mal sehen. Sie überhaupt mal kämpfen? Kann sie überhaupt kämpfen? Ja, ne? Wer bist du? Ich bin neu in dieser Serie. Erklärt mir Sachen. Wo ist der dritte Kampf? Saki ni modotte iru. Ippai yatte kuru. Hast du jetzt einen auf Ryo Hayabusa? Hema
あんたがいるってことは当たりだな。 Okay. Machst du die Taschenlampe jetzt weg? Komm auf, einfach so. Alter. Alter, Alter, Alter. Uff. Wird der Angriff so geil? Ich lieb diesen Angriff so sehr. Ach, ich hab dich doch gegrabt, ich hab's doch genau gesehen. Lol. Warte du. Buff. Will der explodieren? Oh, ich dachte, das wird mein erstes perfekt. Warum finde ich das so witzig? Okay, was ist ein neuer Titel? Killer. Was ist das neue Kapitel? Helena, Fragezeichen. So, jetzt können wir endlich mal sehen, Aktion sehen. Eine Frau am falschen Ort. Okay, gegen was? Oh Gott. Helena, Douglas Präsidentin und CEO von DuoTech. Jahrelang herrschte der Wissenschaftler Donovan aus den Schatten heraus über DuoTech. Er verborg das Unternehmen mit seinem Projekt Alpha und koordinierte sogar die Ermordung von Fame Douglas, den Gründer von DuoTech und Helenas Vater. Entschuldigung. Die Machtkämpfe innerhalb von DuoTech kosteten am Ende auch Helenas Mutter das Leben. Also vernichtete Helena alles. Sie infiltrierte die Selbstzerstörungssequenz und stand in den Flammen, als DuoTech-Hauptquartier um sie herum explodierte. So übergab sie nicht nur Donovans Bosheit den Raub der Flammen, sondern auch ihren eigenen persönlichen Tragödie. Nur aus der Asche des Alten hat Helena ein neues DuoTech erschaffen und ruft alle Kämpfer der Welt zu sich, um wieder bei Dead or Alive 5 anzutreten. Wow, das war lang. Taylor's Bar. Trotzdem können wir vielleicht wieder draußen, ne? Ich glaube, Taylor mag es nicht, wenn wir in der Bar kämpfen. お久しぶりね、バス。おお、エレナじゃねえか。久しぶりだな。あなたがここで働いていることは聞いているわ。施設長からも随分信頼されているようね。 どうぞ、続けて。お、世話になってるぜ。元気そうで何より。引退したんですってね。伝説のレスラーも年には勝てないってことかしら。若いもんに場所を譲っただけの話。俺はまだまだ現役だ。 泣けるね。ここなら一人になれると思ったのに。見たことある顔が二つも。あんた引退したんだろう。その馬鹿力ならまだやれるんじゃない。 あなた、ここに何のよ。決まってんだろ。いい男を探しに来たのさ。Okay. Warum kämpfen wir? Okay. Entweder. Alter, aua.
dem Kampfstil. Irgendwie bekannt vor. Ich dachte, ich irgendwas von Kampfkünsten weiß. Nein. Nein. Oh, das gibt's mal einfach nicht. Jedes Mal, wenn ich kurz davor bin zu gewinnen, ne, kriege ich noch auf die Fresse. Was soll denn der Scheiß? Wie kann das nur passieren? Na, ich weiß nicht. Oh. Ja, dann schon immer so kurz. Bin doch schon kurz davor zu gewinnen immer. Trotzdem schaffe ich noch den Sieg hier. Boah. Zahn zu geben. Alter! Ich sage mal, ne, fehlt immer nur so ein bisschen noch. Das gibt's doch einfach nicht. Komm. Sehr gut. Man konnte bringt voll viel weg, weil war gut ausgewiesen. Nein, jetzt nicht echt, oder? Nein, ey, Junge! Muss das jedes Mal passieren jetzt, oder wie? Leck mich, kann doch nicht sein. Boah, müde. Okay, ich mach irgendeine Stance. Die ist nicht beeindruckt. Da unter. Sehr gut. Leck mich. Mal, ich war gerade weh jetzt schon wieder, ne? Sehr gut. Bin ich ausgewichen, bin sehr gut. Uff. Oh mein Gott. Jedes Mal, wenn ich kurz am Gewinn war, ich war nur auf der Fresse. Das muss doch nicht sein. Einige Tage später übrigens. Und da ist Kokoro, 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 ne? あなたのお母様、宮古は元気かしら。一緒に暮らしているのでしょ、東京で。あ、お母さんは船でどこかよく言うてはりましたけど。あら、そう。宮古にはドアテックジャパン支局長としていろいろ頼みたいことがあるのよ。ん?ん?そうなんや。お母さんとはお仕事の話はしませんさかい。 知らんことばっかりや。それで、エレナさんのお父様ってどんな人でしたの？優しくて素敵な人でしたわよ。そう、きっとあなたのお父様もそうだと思う。うち お父さんのことは覚えてないんです。心、あなたがどれくらい強くなったのか見せてちょうだい。ダーフィーが残る。 Habe ich gegen sie schon mal gekämpft? Ich glaube nicht, ne?
selbst wenn sie kommt im Kampf, aber ich glaube nicht. Ich kann sowieso nur Lieder aus dem allerersten Teil. Der einzige bekannte Lied, das kam, war vom Bass. Das war ja auch im ersten Teil. Und wie soll er lachen nochmal? Irgendwie aus den Augen. Okay. Am nächsten Tag. Vor allem, wir wissen irgendwie nie immer, was nach den Kämpfen passiert, ne? In den meisten Fällen. Kampf ist vorbei. Jemand hat gewonnen, jemand hat verloren, aber wir wissen irgendwie nie, was danach kommt. Wir haben, glaube ich, auch noch nicht gespielt, ne? Aber sie scheint irgendwie böse zu sein, nehme ich an. Ja, springt alles. Was soll das Ding? Das Capoeira oder irgendwie sowas? Tanz. Ja. Dein Cape kommt dir irgendwie voll in die Quere, habe ich das Gefühl. Wow. Nein, nein, jetzt nicht echt, oder? Boah, das, guckt euch das an! Was soll denn das jedes Mal? Entweder kann ich mit ihr nicht so gut, aber ich bekomme echt beschissene Gegner. Hey, ich hab geblockt, ich hab's zack gemacht. Ich kann auch schmeißen. Dieser Angriff, ne? So, geht aus dem Weg. Oh. Ich bin ja die Präsidentin, Leiterin, Anführerin, was auch immer. Wurde vorhin genannt, aber den Begriff schon mal vergessen. Da irgendwie, oh, Kayane. Das war schon wieder nicht erfahren, was nach dem Dings passiert. ミスト。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 ミス
ドアテックのビジネスパートナーは大国の正規軍だった。ビジネス。そんなものためにバレラ一族を利用したのか。エレナも総裁である以上責任逃れをするつもりはないだ。 ドノバンによって汚された。ドアテック自らの手で葬ろうとしたのも彼女だ。あの日ドアテックと共にドノバンアルファ計画全てを葬ったつもりだった。しかしドノバンはミストという新たな組織を作り、アルファ計画は継続していたということ。ええ。 でもミストはずっと前からドアテックの中に存在していたのかもしれないわ。それで何か掴めたのか。ドアテックは従来より世界各地に独自の資源プラントを保有しています。その一つに必要のない人物が複数出入りしている施設があるわ。ドノバン子飼いのアサシン、クリスティ。ドアテックジャパン支局長のミヤコ。そして リサ・ハミルトン、あなたを被験者としたイプシロン計画の主任研究員。リサはミストと接触している。そうね。彼女が全てを知っている可能性が高いわ。アルファ1号にも居場所も。だからカスミにもリサの居場所を教えたわ。カスミはそのプラントに向かったのか。ええ、おそらく。 あのプラントには必ず何かある。私は表立った動きはできないけれど、あなたたちが動きやすいようにしておいたわ。リュウ、アイ、行くぞ。Okay. Primadonna und Hayate. Okay. Na, warum ich will noch kommen? 1, 2, weiß ich nicht. Ich glaube, der nächste wird der letzte Part sein. Okay. Ja. Ich sage, ich werde partieren, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja mal ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen, was auch immer. Wird dem Kanal sehr gut weiterhelfen. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zur nächsten Folge.